Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Samtex-Wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Folge Call of Duty Infinity Warfare. Und wir spielen das Modern Warfare, das Game ist damit enthalten. Das ist die Mission, der Tod kommt von oben. Ja, da fliegt man den AC-130. Ist auf, ja, Veteran. Eigentlich ganz easy, also da gibt es ja keine Gegner, die was dich da abschießen können. Das einzigste, wo du sterben kannst, oder ist auch nicht so schlimm, weil man immer wieder von vorn anfängt, ist, wenn du deine eigenen Leute abknallst oder Zivilpersonen oder sowas. Von daher ist das eine der leichtesten Missionen auf Veteran. Ja, die Teile kennt eigentlich schon jeder. Jeder von uns hat das Modern Warfare schon gespielt. Das gab es auf der Xbox 360. Und war zu der Zeit eigentlich, habe ich gern gespielt. Also ich hätte mir jetzt, wenn ich es remastered hätte, einen anderen Teil rausgesucht oder hätte mir einen anderen Teil gewünscht. Mir wäre lieb gewesen. Ghost zum Beispiel hätte mich gefreut. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Also das Modern Warfare fand ich auch toll. Aber man kann es auch online spielen, also Multiplayer spielen, aber dazu ist es ja fast wieder zu alt, finde ich. Das ist, ja, es macht schon Spaß, aber so ein bisschen was Neueres wäre nicht schlecht gewesen. Also das Ghost hätte mir tierisch gefallen, aber darum geht es jetzt nicht. Ich zeige euch ein paar Missionen. Es gibt ja auch Leute, die was jetzt erst anfangen, zum Beispiel mit der 360 anfangen oder mit der PlayStation anfangen und das Modern Warfare gar nicht kennen, weil sie es zuvor nicht gespielt haben. Deswegen gibt es von mir hier die Videos, wo ich mir auf Veteran, obwohl ich eigentlich fast alles gewusst habe, zum Beispiel, ich habe in einem Rutsch die ganzen Datenträger gefunden, die geheimen Sachen und so weiter. Ich habe die ganzen Erfolge gewusst, wie rettet den Bauer, was noch alles kommen wird von mir auf den Videos. Ja, die ganzen geheimen Erfolge, weil ich sie einfach schon zigmal gespielt habe. Und deswegen wird es von mir hier die Videos geben, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe, um das Ganze zu erreichen. An manchen Stellen kann man auf Veteranen, wenn man weiß, wie man laufen muss, einfach durchlaufen. Es gibt aber auch Stellen, die was richtig knifflig sind, wo ich endlos gestorben bin. Und ja, das werde ich euch hier zeigen, die nächsten Tage. Jetzt hat noch einen kleinen Hinweis für diese Mission hier. Wenn ihr schon im AC-130 drin sitzt und die Karte spielt, dann könnt ihr auch den Erfolg machen, nicht mit dem Kartenabschluss. Gibt es einen Erfolg für Abschließen der Karte, also der Mission, dann einen Erfolg für Abschließen der Mission auf Veteran, sind dann schon zwei. Ich glaube, das sind einmal 30, einmal 15. Und dann könnt ihr nochmal einen Erfolg machen mit 5 auf einen Streich. Wenn ihr schon im AC-130 drin sitzt, könnt ihr, wenn ihr eine größere Menschengruppe seht, von Gegnern und ich seht sie rechtzeitig, dass ihr alle 5 erwischt, würde nochmal einen Erfolg geben. Und das Video habe ich gerade hochgeladen oder werde ich jetzt dann hochladen, dass es euch ein bisschen leichter tut. Ich hoffe, es gefällt euch oder ja, dass es alle anschaut, weil das Game ist halt doch schon ein bisschen wie Remastered halt. Ist halt schon gespielt worden, es kennt halt wirklich schon jeder. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß. Haut rein. Ciao, euer Wookie. Feindverbände bereiten einen Hinterhalt an der kurvigen Straße vor. Sie sind hinter den Bäumen versteckt. Hey, da wurde ein Raketenwerfer abgefeuert. Verstanden. Na los, Leute, rein da und jeden im Dorf ausschalten. Gepanzertes Fahrzeug, da drüben. Es kommt da aus der Scheune. Ziele im Dorf sind als feindlich bestätigt. Angriffserlaubnis erteilt. Räuchert sie aus. Wildfire, wir werden angegriffen. Wir könnten Hilfe brauchen. Verfolgt diese Rauchspuren und schaltet die Quelle aus. Macht den Weg für unsere Jungs frei. Truppen auf dem Dach des U-förmigen Gebäudes. U-förmiges Gebäude? Ja, das mit dem viereckigen Aufbau auf dem Dach. Das mit dem Flachdach. Komme rein. Kabum. Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Signal ausschalten. Scan-Reichweite setzen. Wildfire, wir nähern uns der Landezone am Schrottplatz und verlassen die Fahrzeuge. Verstanden, Bravo 6. Verbündete haben die Fahrzeuge verlassen und laufen zur Landezone. Nicht auf Personen mit Blinksignalen schießen. Bestätigt. Weiter auf die Blinksignale achten. Das sind Verbündete. Feindliche Einheiten auf dem Schrottplatz. Rückt
ab und räuchert sie aus. Mann, diese Typen meinen's echt ernst. Da ist ein Typ bei dem Auto. Ja, klar zum Angriff. Räuchert sie aus. Nagel die Typen beim Gebäude fest. Schnappt euch diese Person. Ja, das war ein Treffer. Typ flieht. Ja, guter Schuss. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Direkter Treffer. Kabum. Das muss wehtun. Gut, er bewegt sich wieder. Ja, mach ihn fertig. Nagel die Typen beim Gebäude fest. Ziel neu gesetzt. Erfassung. Freigabe anzugreifen. Ja, klar zum Angriff. Gib ihnen Saures. Noch mehr Feindverbände. Wildfire, wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Fordere Feuerunterstützung an. Gefahr! Feindliche Einheiten nähern sich der Landezone aus mehreren Richtungen. Vorsicht! Beim 25 mm nahe der Landezone bleiben. Guter Schuss, guter Schuss. Ja, guter Schuss. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Truppen da vorne. Räuchert sie aus. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Verstanden. Wir bewegen uns jetzt auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende. Mit den Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Das habe ich gehört. VIP ist gesichert und in Gewahrsam. Gut gemacht, Leute. Verstanden. Zurück zum Stützpunkt.